Ja Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Tiny Hexe 3 bei mir. Ich hoffe, der Sound stört nicht allzu sehr. Jedenfalls ist Rieze gerade dabei. Hallo. Okay, ich glaube, man hört ihn gerade nicht. Und hier heißt er auch lustigerweise Reismau TV. Wir sind nämlich tatsächlich mal wieder in dem internen Besprechungschannel von Tiny Hexe 2 allerdings noch. Das ist ja übrig als Relikt sozusagen auf meinem Server. Und da hat Rieze sich gedacht, naja, komm, da gehen wir mal wieder rein. Alter, ey, was ist denn das mit den FPS gerade? Das hatte ich doch letztens nicht. Ja, mein Mikrofon ist nicht in bester Verfassung, weil ich das Problem habe, wie immer, dass ich nicht die Audiospur über meinen Laptop laufen lassen kann, wo ich ja wesentlich bessere Ergebnisse erziele. Und deswegen seht es mir nach, wenn das so aussieht. Aber das haben wir ja sonst auch. Also im Prinzip seid ihr es eh gewöhnt von den Folgen, die noch im Februar und so weiter kommen. Ja, es ist halt so eine Übergangsphase, eine ziemlich lange, von dem alten zum neuen. Und irgendwann habe ich es endlich raus, hoffentlich, dass ich mal die Videos, die ich hier aufnehme, auch dann entsprechend so machen kann. Aber ja, das betrifft vor allem die Together-Folgen jedes Mal. Und sonst versuche ich ja schon darauf zu achten, an den Laptop zu gehen entsprechend. Denn das ist ja vor allem dann gut, wenn ich nicht im Discord bin. Ich habe ja das Problem, dass ich am Laptop auch noch mit WLAN Schwierigkeiten habe. Das heißt, da kann ich nicht mal eben so flüssig zum Beispiel über Discord irgendwas mitkriegen. Außerdem müsste ich dann ja generell alles am Laptop aufnehmen. Das ist ja auch blöd, wenn ich dann doch das Gameplay am PC erspielen will. Und nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt noch mal ein paar Szenen einspielen von der letzten Aufnahme. Die ist ja noch mit der anderen Qualität wieder. Das heißt, da nicht über die Unterschiede wundern. Wir hatten ähnliche Situationen, aber auch in der Vergangenheit oder in den letzten Videos der vergangenen Zeit. Aber ich rede jetzt hier nicht so viel rum, sondern seht einfach selber. Danach melde ich mich zurück. Hat im Prinzip bisher ganz gut funktioniert. Jedenfalls wollte ich auch noch eine weitere Sache ansprechen. Und zwar weiß ich ja noch nicht genau, wer dann mein Mate sein wird. Aber es gibt schon durchaus Ideen, wer das sein könnte. Nur das ist jetzt natürlich noch absolut in weiter Ferne. Und ich habe auch keine Ahnung, ob derjenige Bock hat, darauf mit mir zu teamen. Er hat nur mal gefragt im Channel, wer noch keinen Mate hat. Und das ist insofern interessant, als dass er jetzt die letzte Staffel gerade erst zu Ende gegangen ist und wir jetzt eigentlich noch gar nicht über die nächste sprechen können, denn das Problem ist, dass die ja noch mindestens 4, 5 Monate hin ist und bis dahin sich einiges ändern kann. Alleine schon, wer hat wann Zeit und wie funktioniert das alles, das ist ja noch sehr in der Schwebe, aber naja, ich würde mich dafür in irgendeiner Form bereithalten. Ich hoffe, dass es im Sommer dann letztendlich auch wirklich klappt, denn da geht es natürlich auch bei mir auf meine Prüfungsphase zum Beispiel los oder allgemein weiß ich noch nicht, wie sich das Semester entwickeln wird. Das steht alles in den Sternen, deswegen möchte ich jetzt eigentlich mich noch nicht festlegen diesbezüglich. Aber wenn sich was ändern sollte, würden wir das eh natürlich vorher nochmal besprechen. Es ist ja eigentlich klar, dass da schnell was sein kann. Okay, ja, bin ich gestorben. Ich habe auch absolut keine Ahnung mehr, wie mein letzter Satz aufgehört hat, weil ich ziemlich viele Minuten gerade weg war. Aber egal, ich mache jetzt erstmal das Gold hier rein. Obwohl das ja blöd ist, denn ich muss das natürlich in der Schmiede durchschmelzen, klar. Ansonsten werde ich gleich mal gucken, was ich als Thumbnail nehme. Da unten in der Höhle, das hat mir eh nicht gefallen. Das können wir maximal in einem anderen Video wieder als Motiv nutzen, denn das hatten wir im Prinzip immer mal und deswegen brauche ich das gerade nicht. Da möchte ich doch mehr Abwechslung bieten. Jedenfalls kann es sein, dass ich noch irgendwas zu meinem Mate loswerden wollte. Das habe ich übrigens in diesem einen Nest bekommen. Da gibt es ja immer random Items und ich glaube hier so ein Teil auch wieder. Hier hatten wir eh schon diese Items drin, da können wir die auch so verteilen. Und ansonsten wollte ich doch noch was zu meinem Mate sagen oder war dazu alles klar? Ach nee, es ging noch um einen Punkt zu Ervivaro. Und zwar ist es mir schon wichtig, dass ich in der 10. Staffel das nochmal abbilde und nicht jetzt vorzeitig hinschmeiße, denn ich hatte schon überlegt, naja, lohnt sich das alles noch? Kann ich da weiterhin mitmachen? Vor allem wegen meiner Performance auch, denn ich bin schon immer unzufrieden, wie ich da spiele. Und wenn ich betrachte, wie groß der zeitliche Aufwand dafür doch ist insgesamt, wiegt das der Nutzen letztendlich definitiv nicht auf.
der für mich dabei entsteht. Deswegen möchte ich schon mir dazu Gedanken machen, aber Staffel 10, naja, über das neue Konzept als eine Form der Vereinfachung gewissermaßen kann ich ja nochmal mich dieser Aufgabe stellen und auch einen Vergleich schaffen zu anderen Staffeln, ob ich dann zufriedener bin oder ob es vielleicht gar nicht so viel ausmacht. Das werden wir sehen und da bin ich schon mal gespannt, was wir danach wiederum für ein Fazit ziehen können. Sicherlich ist da einiges, was mit reinspielt. Jedenfalls muss ich auf die Art und Weise nicht in einer Jubiläumsstaffel ausgerechnet sagen, nö, jetzt bin ich nicht mehr dabei. Das wäre dann doch auch schade etwas, nachdem ich ganze 8 Mal teilgenommen habe. Das ist ja ein Stück Geschichte bereits von dem Kanal, muss man dazu sagen. Vor allem, wie damals Street noch in der ersten Staffel dabei war zum Beispiel oder viele andere Leute in der Zeit, die über die Jahre vergangen ist, das ist schon eine eigene Ära. Deswegen, naja, das werde ich definitiv zu schätzen wissen insgesamt, auch wenn es zwischenzeitlich immer wieder Probleme gab und die ein oder andere Staffel mir weniger gefallen hat, waren die anderen ja dafür nicht unbedingt alle schlecht. Genau, da ist auch meine Spitzhacke kaputt gegangen, direkt wo die Szenen aufgebraucht waren. Ich hatte ja noch über Erbivaro geredet einiges und da weiß ich gar nicht so wirklich, was ich noch beizutragen habe. Jedenfalls muss ich gestehen, dass ich noch einiges beim letzten Mal im Kopf hatte, aber das leider mal wieder mir entfallen ist. Also ich weiß auch nicht, warum das dann immer so schnell wieder weg ist, aber ich denke, das liegt daran, dass ich eben einmal mehr viele andere Sachen im Kopf hatte und auch heute und in den letzten Tagen wenig über irgendwelche Projekte abseits von TinyCA zum Beispiel auch nachgedacht habe. Das heißt, ich hätte eigentlich schon längst beispielsweise Tiny Aura wieder aufnehmen müssen, aber da komme ich nicht dazu. Ich weiß nicht, obwohl ich eigentlich viel zu zeigen hätte, dann sicherlich auch ordentlich Content rauskriegen könnte. Das wäre nicht unbedingt das Problem, aber letztendlich eben diese Ausrichtung hier und so weiter, ne? Okay, ich weiß aber auch gar nicht, ob Rizu überhaupt noch zuhört oder hier weiterhin vorhanden ist. Ich glaube, er hat bisher noch nicht ein Wort gesagt. Naja, ansonsten können wir die Folge jetzt einfach als Lückenfüller betrachten. Das Ding ist halt, dass ich beim letzten Mal viel zu lange aufgenommen habe und mir dann dachte, naja, warum soll ich das jetzt in eine längere Folge schneiden oder so? Das habe ich absolut nicht eingesehen. Einmal mehr, die Situation hatte ich ja in letzter Zeit in ähnlicher Form sehr häufig und irgendwann ist es auf jeden Fall mal sinnvoll, darüber zu reden, dass man, wenn man schon so viel überzieht, bei so einem Thema dann auch die neue Folge komplett danach ausrichtet wie jetzt und deswegen, Alter, was ist denn mit dem Skelett los? Jedenfalls habe ich mir überlegt, dass ich ja jetzt nicht noch extra ein riesiges anderes Thema aufmachen muss, um die Folge zu füllen, sondern höchstens noch ein bisschen was zu der alten Thematik loswerden sollte. Oder ich weiß nicht, also im Prinzip habe ich halt viele Dinge auch schon angesprochen, die davor kamen. Da muss ich nicht 100 Mal ausholen. Außer an manchen Stellen, da wollte ich ja in Infinity aber auch noch drauf eingehen. Da muss ich schließlich auch die Folgen gefüllt kriegen. Von daher bin ich ganz froh, wenn ich das jetzt nicht schon wieder vorweggreife. Und ansonsten ist das heute auch meine dritte Aufnahme. Da bin ich eigentlich ganz froh. Oder die dritte Folge. Und oh, da ist ja Rize wieder. Chris? Ja, ich bin eigentlich gleich schon fertig mit der Folge. Aber wir können ja trotzdem mal hier. Dann warst du das letzte Mal beim Grundstück. Bei deinem war ich immer mal zwischendurch. Da habe ich geguckt und das Haus halt begutachtet, aber das ist ja nicht weitergekommen. Von daher war das dann auch sinnlos. Ja. Wie kann ich nur davon ausgehen, dass du hier gewesen bist? Das ist ja schon töricht. Ah, das Haus sieht durchaus gut aus. Ich sehe immer wieder Potenzial da drin. Das ist ja auch gefühlt fertig. Ja, du hattest das ja damals fertiggestellt, sogar. Nur den Außenbereich halt noch nicht, da könnte ein Garten hin und dann hier sind ja die ganzen Kisten, dann die Inneneinrichtung fehlt noch ein Stück. Also vielleicht könntest du das ja angehen irgendwann mal. Ja. Ansonsten ist aber eh die Frage, wir haben ja jetzt 2 Jahre Projektjubiläum, ich glaube sogar heute, Ernsthaft? Kannst du irgendwie rausfinden? ey. Ja klar, da muss ich halt nachgucken, aber das. Ah nee, hier geht sogar ganz einfach und zwar am 24.01. ist es gewesen, aber trotzdem geil, dass wir es irgendwie jetzt geschafft haben, das aufzunehmen. Ja. Obwohl du ja nur 2 Sekunden hier warst und vorhin vielleicht 2 Minuten. Das war krass, gell? Also wolltest du mein Grundstück nicht weiter angucken? Alles gut, ich glaub dir. Wie, du glaubst mir? Glauben Was? wir. Hä? Wieso glaubst du mir oder? Ich hab doch nicht gelogen mit meinem Grundstück. Denkst du, ich hab gecheatet oder was? Nee, alles gut. Ich halte es.
Naja, das wird jedenfalls hier alles noch anders. Also zurzeit sieht's aus wie Kraut und Rüben, das kann man keinem anbieten, das ist mir schon klar. Nur der Endstand, da kann man schon mal sicher sagen, dass es der nicht sein wird. Na, vielleicht sollte ich einfach hier von dieser komischen Gegend, wo vorhin die Silberfische rausgekommen sind, ein Thumbnail machen. Die haben halt hier alles überfallen, das war übelst nervig. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Das hatte ich noch nie in dem Modpack. Und so. Ja, da kamen die auf einmal alle raus, das war, als du gerade gejoint bist. Oder vielleicht hatte ich es einmal irgendwann, aber mir ist das echt nicht mehr so präsent gewesen. Oh, jetzt schon wieder. Da baust du ein paar Blöcke ab, ja genau, hier alle instant, dann kommen die raus. Aber immerhin sonst keine Bossviecher wie in manchen anderen Modpacks. Ah, mir fällt gerade auf, man hat ja gar keinen Cooldown. Obwohl das der 1.12 ist, also das ist ja auch mal krass. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Das sollten sie echt mal in Vanilla machen. Und dann könnte man einfach das Blocken wieder einführen, dann die Schilder entfernen, weil die sind übelst nervig zu machen und immer zu benutzen. Gut zum Designen und so ist vielleicht schön, dass du dann irgendwas draufpacken kannst. Ich würde nachher ein Brot essen. Ach so, ja. Na gut, ich bin dann aber erstmal raus für die Folge, also danke fürs Zusehen, bis später und tschüss.